Den ganzen Erdrutsch abzutragen kann ich vergessen. Aber ich werde mal hier vorne graben, wo die Verpackungsreste liegen. Vielleicht ist der ehemalige Inhalt ja auch noch in der Nähe. Ein Ventilator für die Lichtmaschine eines LKWs. Da hat sich die Buddelei ja mal wirklich gelohnt. Aha. Ich möchte hier nur mal andeuten, ne? Also so überhaupt sagen, das finde ich sehr unrealistisch, dass das da ist. Ich habe zwar einen Motor eingebaut, aber ohne Schiffsschraube wird mir der nicht sonderlich viel nützen. Ja, hier, Ventilator. Den Ventilator als Schiffsschraubenersatz verwenden? Warum nicht? Darum nicht. Eine Schiffsschraube muss im Wasser und dementsprechend unterhalb des Bootes liegen. Ist zufällig eine Hebebühne in der Nähe? Wie ging das? Gute Idee. Damit kann ich das Boot anheben. Ich werde gleich noch ein paar mehr Rettungswesten holen. Ha. Sieht ein bisschen aus wie ein Luftkissenboot. Na, passt. Ein fast perfekter Ersatz für eine Schiffsschraube. Und wieder einmal hat sich meine Ausbildung zur Motorradmechanikerin bezahlt gemacht. Tja, liebe Kinder, lernt heute was. Alles klar bei Ihnen? Ich fühle mich zwar noch... Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Aktueller Standort, Karte für das Ziel, ein halbwegs fahrtüchtiges Boot und trockene Klamotten. Ja, ich denke, wir können uns auf den Weg nach Gatineau machen. Hoffentlich finden wir dort die gesuchten Hinweise. Ja, das hoffe ich auch. Ganz schön dunkel hier drin. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Aber zumindest bin ich jetzt schon mal im Tempel und meinem Ziel, Sam zu befreien, ein gutes Stück näher. Okay, da es dunkel ist, hatten wir ja da mal das. Es werde Licht. So eine Helmlampe ist schon eine feine Sache. Bestimmt sollen wir wieder grünes Licht haben. Ich ziehe den Luftballon mal über die Helmlampe. Okay. Farbige Licht wurde aus einer seltsamen Wandmalerei ein seltsames Symbol. Okay. Hier befinden sich drei Reihen von Steinknöpfen mit vielen verschiedenen Symbolen. Sieht ein bisschen aus wie ein antikes Schaltpult. Okay. Eine weitere Tür, durch die es vermutlich noch tiefer in den Tempel hineingeht. Was dadurch ist, ja. Den habe ich gerade auf. Der Luftballon leuchtet schön grün. Ach so, ja, hätte ich vielleicht nicht so erst. Probieren wir es mal hier. Hier befinden sich drei Reihen von... Ja, geh mal ran. Hier befinden sich drei Reihen mit jeweils 8 Steinknöpfen. In jeder Reihe darf man offenbar nur einen einzigen Knopf drücken. Drückt man einen zweiten, so springt der erste wieder raus. Welchen Knopf soll ich in der obersten Reihe drücken? Das sind doch die Zeichen. Moment. Ihre Akten? Übersetzung. Planetenliste. Ich glaube, das ist diese, ne? Eine von Sam erstellte Planetenliste. Offenbar haben die Ureinwohner dieser Insel bereits viele der Planeten unseres Sonnensystems gekannt, was eine absolute Sensation wäre. Und wenn ich Sams Gekritzel auf der Rückseite richtig entziffert habe, stellt diese Liste mit den Planeten und den dazugehörigen Symbolen eine Art Götterhierarchie dar. Mit Venus, der Göttin der Liebe, ganz oben auf der Liste, muss das ja eine sehr fruchtbare Zivilisation gewesen sein. Ja, Leute, sorry, das stottert mal so komisch. Ich mach mal kurz die Zeichen, muss ich mir mal kurz hier... abschreiben. So, das steht für Mars. Der Pfeil, ja.
tut mir leid. Aber ich denke mal, dass man das eventuell für so in so einer Reihenfolge mäßig, das halt in so einer Reihenfolge mäßig halt gedünst, Juno, hier abknacksen sollte. So. Wer, bitteschön, ey. Wer sich diese Zeichen so an den Bildern merken kann, Respekt. So. Punkt, so. So, Punkt, so. Ja, so. Das steht für Saturn. Da war ich heute einkaufen, echt mal. Da hole ich auch immer die meisten Spiele. Zack. Oh Gott, das hat hier mal so gar nichts zu suchen, kann das sein? So. Und so. Neptun. Und die Erde hat dieses Zeichen. Zack, zack. Zack. So. So. Dann probieren wir es mal. Hier befinden. Welches soll ich zuerst drücken? Wahrscheinlich das Ding für die Venus. Und das müsste der hier sein. Welches Symbol soll ich in der zweiten den Reihe für den wählen? Mars, denke ich mal. Das ist der hier. Was soll ich in Reihe 3 drücken? Das ist irgendwie so ein Pfeil. Hier, der hier. Tut sich nichts. Also es gibt 3 Reihen. Also ich denke, ja. Ich denke, die Venus war als erstes schon mal richtig, weil die Venus, bla bla bla, na. So. Welches Symbol soll ich in der zweiten Reihe wählen? Dreimal dasselbe wird es ja wohl nicht sein. Denke ich mal, wenn wir von den anderen Rätseln gehen. Die Stummen und die Obdachlosen und so weiter. Dann nehmen wir mal einfach mal Neptun fürs Wasser. Weil wir hatten ja viele Wasserelemente. Und haben wir das hier, ne? Was soll der ich Schatz in Reihe 3 wäre drücken? Die Erde. Das wäre dieses Zeug. Das hier ist für Pluto. Das hier ist für Erde. Tut sich nichts. Ich glaube, wir brauchen erstmal. Na, haben wir Brief Nina beginnt? Habe ich schon vorgelesen. Nee, ich dachte. Ah, doch, hier. Schön bunt. Ah! Das habe ich gar nicht gesehen. Weil ich sagen, ganz anders. Hey. Schön bunt. Die Wandmalerei besteht offensichtlich aus vielen Symbolen. Mit unterschiedlichen Farben. Ja, okay. Unterschiedlichen Farben da. Vielleicht würde eine Änderung der Lichtfarbe einige Symbole besser erkennbar machen. Ah, Moment. Gucken wir uns das Symbol nochmal an. Durch das farbige Licht wurde aus einer seltsamen Wandmalerei ein seltsames Symbol. Da haben wir das Symbol für die Venus. Da haben wir. Das ist doch das. Für die Venus nur. Ja. Vielleicht drücken wir mal einfach dreimal die Venus. Ja. Hier befinden sich welche. Dreimal diesen Venuszügel da. Welches im. Was soll. Ja, wär auch zu einfach. Tut sich nichts. So, lesen wir halt einfach mal weiter. Hallo? Da. Also, Wandmalerei, bla 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 bla. So. Vielleicht würde eine Änderung der Farbe, bla bla bla, hatten wir schon, ne, können wir machen. Und wenn man sich dazu noch die Planetenliste mit Sams genauer anschaut, ist die Reihenfolge der zu drückenden Knöpfe auf den antiken Schalter plötzlich ganz logisch. Aber wie sehen Sie das? Schön, dass man gesiezt wird. Also,
Ja, das hier denke ich. Was haben wir? Also, auf jeden Fall das. Dann dieses komische Ding mit einem Punkt. Das müsste ja. Müsste ja. Das sein. Neptun. Und das dritte hat so ganz, ganz, ganz viele komische Zeichen. Oh Gott, da kriegt man ja fast Kopfweh. Ja. Da sind solche komischen Pfeile nach unten. Solche. Das könnte. Aber der dritte fällt mir da nicht ein. Also der Pfeil, also Jupiter wird es nicht sein. Mars kann es auch nicht sein. Juno? Nein, kann es auch nicht sein. Pluto? Kann es auch nicht sein. Saturn? Kann es auch nicht sein. Neptun hatten wir ja zweites. Ich sehe hier eindeutig das Zeichen für. Obwohl. Warte, mache ich es euch anschaulich. Ihr habt es noch vor Augen, so sinngemäß. Obwohl, ich könnte auch ganz fix das Zeichen kurz abkritzeln. Dann kann ich das gleich ganz toll argumentieren. Hoffe ich zumindest. Ja. Die Farben sollen, denke ich mal, eher irritieren, weil. So. So, zack, zack. Und hier noch einen Strich und dann so. So, zeig die Planetenliste her. Ja. Eine von Sam und was wir hier auf jeden Fall gesehen haben, ist der Venus. Die Venus, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Oder nicht? Nee. Hä? Also entweder Venus oder Juno. Eins von beiden. Wegen dem Strich da. Warte. Dieses. Warte, wo ist das? Ach komm schon. Dieses komische. Das hier. So, das hier ist definitiv das untere davon. Na? Der Neptun. Ist auf jeden Fall das. So. Dann meinte ich zuerst das, aber das braucht es nicht unbedingt sein, sondern es kann auch der Juno sein. So. Aber was könnte jetzt das dritte Zeichen sein? Das dritte Zeichen hat so eins auf einmal da drinnen. Und zwar meistens über dieses Ding. Nein, das ist der Venus. Ja. Ich hab die Hände nicht beachtet. So. Und sonst. Und sonst. Das kann es nicht sein. Wie gesagt, das kann es auch nicht sein. Das kann es im Moment auch nicht sein. Irgendein Zeichen mit. Wir haben nur zwei Köpfe, das kann es dann auch nicht sein. Das haben wir schon drinnen. Und die Köpfdinger sind nicht runter. Wir probieren es jetzt einfach.